Hallo und willkommen zu Alter Sack zockt Subnautica. Gut, wir sind in unserer Vapor Station und bewundern unser hübsches Bild. An der anderen Station mit unserem Poster, unseren Blumenkästen und unserem Automaten sowie der frisch gefundenen Gepäcktasche. Alles klar, gut. Dann wollte ich eigentlich mal schauen, ob ich hier, aber habe ich nicht. Das heißt wirklich, ich müsste mit der Motte zurück, um der wieder vernünftigen Druckkompensator zu verpassen, um dann mal zu schauen, ob da was hinhaut. So, jetzt muss man hinauf. Ich will aber... Nein. So, also, noch einmal. Ich muss das unbedingt umbauen. Hinauf. Hinunter. Ich muss das versetzen. Das hat so keinen Sinn. Und das sage ich jedes Mal, du machst doch nicht. Wollen wir mal eben die Platz sparen. Das war's schon. Oh, heul, heul. Nee, aber Dings brauche ich nicht mehr. Also Bums, also Dings, Bums. Dann habe ich Bio. Bio habe ich bestimmt hier bei den Bio-Fischen. Auch nicht. Ah. Stoff, das war in der Tasche. Die tun wir jetzt einfach mit hier rein. Und auch den Schweber. Schweber ist hübsch und gut und alles wunderbar, aber ich müsste das mal mit der Motte ausprobieren. Ja, hier hatte ich ja schon mal sporadisch geguckt, ob hier noch was zugekommen ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Da wird demnächst nochmal genauer geguckt. Ja, aber ist sie nicht gerade die Motte. Egal. Wir versuchen unser Bestes. Und schließlich kann man die Dinger ja auch wiederverwerten. Von daher ist das nicht das Problem. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Weil jetzt habe ich auf einmal 1000 Meter. Welcome aboard, Captain. Und die Einstiegssequenz ist auch nicht mehr so toll. So, das war's mit der Motte. Aber wenn wir schon mal hier sind und kann man davon irgendwas scannen? Nee, kann man nicht. Wenn wir hier schon mal sind, dann können wir auch noch das Kracherpulver mitnehmen. Wo sind die denn alle hergekommen? Und außerdem totale Kacke. Wir haben
keinen Krach gemacht, so wie es sich eigentlich für die Viecher gehört. Drei Stück auf einmal? Gibt es nur ein Ding? Tja. Aha. Nein, ey. Kommen da jetzt drei auf einmal raus? Was habe ich verpasst? Erst klauen sie mir Sauerstoff, dann kommt da drei auf einmal raus. Jetzt bin ich aber leicht verwirrt. Apropos verwirrt. Batterien einpacken. Einiges davon brauchen wir nicht. Wir müssen eigentlich was essen und dann schauen wir mal. Völlig verwirrt. Ah, da schau her. Das ist ja cool. 95, der braucht nichts. Und die anderen beiden habe ich ja weggepackt. Mann, Mann, Mann. Also. Titanbarren, Energiezelle, zweimal Glas und Schmierstoff. Schmierstoff haben wir sogar in der Tasche. Ja. Wurde mir jetzt die Entscheidung leicht gemacht und auch abgenommen. Hey, ich habe doch hier ohne Ende Titanbarren gehabt. Naja, ohne Ende nicht, aber ungefähr. Habe ich es wieder hingetan. So, dann machen wir uns halt eben ein. Was soll's? Hab ich bestimmt ins Basteln reingetan oder so. Ich kenne mich doch. Ich habe nur 9 eingepackt. Wir brauchen eh zweimal Glas. Die brauchen wir auch gleich noch, aber dafür habe ich jetzt keinen Platz. Oh, jetzt haben wir ja 9 Slots wieder frei. Passt. Damit sollte es doch eigentlich schon erledigt sein, oder? Ja. Kurz noch was schnabulieren zur Feier der Motten, des Mottenbautages. Nehmen wir uns mal einen hiervon, obwohl... Nee, nehmen wir nicht. Dann lassen wir sofort wieder frei. Und jetzt nicht die falsche Taste drücken. Dann schnabulieren wir halt 2 Knochenfischlis. Jetzt hüpft sie hier am Geländer rum. Schön. Und dann immer dieser fehlende Sound ist auch sehr lustig. Auch ein komisches, umständliches Gehabe. Aber auch okay. Kein Ding. Kein Problem damit. Fahrzeuge, Motte. Ries, bastel it. So, da haben wir eine frische Motte. Cool. Und ich weiß nicht mehr, wie ich das geschafft habe, die einzupacken.
Ist mir jetzt auch egal. Ich werde das schon wieder schaffen. Welcome aboard, Captain. Ja, und dann haben wir schon wieder ein ganz anderes Feeling. War gut, dass wir die jetzt kaputt gekriegt haben. Licht aus, rein in die gute Stube. Und dann müssten wir eigentlich mal schauen, weil... ich würde sagen, die alten Dinger hier, alle alten Dinger, packen wir einfach... Die habe ich ja neu gebaut. Die packen wir einfach hier bei Signale mit rein. Und dann müssen wir wohl oder übel... den Druckkompensator basteln. Das Teil, Waren und Computerchip, bla bla bla. Na. Das, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Das können wir dann irgendwo verstauen. In irgendeinem Kram drin. Nö. Gut. Hier ist nur Salz und Uran, das ist uninteressant. Dann später brauchen wir noch den normalen Druckkompensator, den Plastalbarren auch noch zweimal. Ach du meine Güte. Eieieiei. Aber dann sind wir wenigstens keine Bug-User mehr. Da habe ich ja sogar das Kreaturenei. Also auch Simmelsarium. Gold. Ah, super. Silber? Nur Lithium, kein Silber. Ich noch Titan. Habe ich. Wunderbar. Dann Quartz. Lithium voll. Lithium fast voll. Gut. Nur das auch. Wunderbar. Erste Hilfe, Blutöl. Ja, da habe ich doch eh keinen Platz mehr für Blutöl. Das ist ja der Mist. Habe ich einen Diamanten dabei? Nö, den habe ich unten gelassen. Energie, da können wir schon mal ein bisschen Batterien reinklopfen. Das was wir später eventuell noch mitnehmen. Ach, weißt du was? Später eventuell alles für ein Popo. So. Was denn? Mhm. Kein Plastal. Plastalbarren. Dann haben wir hier mal das Aluminium rein. Aluminium, Magnetit, Quecksilber. Und... dann ein bisschen Ausrüstung loswerden. Thermoklinge brauchen wir jetzt nicht. Ah ja, das ist Bio. Hier noch Platz drin, weil das ist ja mein Tiefseebecken hier. Jo, fein. So. Ach, bitte. Danke. So. Das Stahlbarren war Titanbarren plus, was war denn das? Lithium? Haben wir ja zu wenig von Lithium. Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn meine ganzen Titanbarren verbastelt? Und habe ich sie überhaupt verbastelt oder habe ich sie einfach nur rübergejagt?
Ne, das gehe ich jetzt da gucken. Das ist mir zu langwierig, da jetzt erstmal durchzuscrollen. Und mal eben schauen. Der Computerchip. 4x Korallenprobe, weil auch in den Basteldingern hatte ich schon keinen mehr drin. Also, Korallien. 1, 2, 3, 4. Silbererz und Quarz. Gut, machen wir. Gut, dann hätten wir wenigstens schon mal einen neuen Druckkompensator. Das ist doch schon mal etwas. Mal schauen, auf welche Tiefe ich dann da. Wollte natürlich auch einen Computerchip bauen, damit man ihn auch hat. Also, Tiefool. Mal wieder voll neben der Spur, ja? Ja, du bist voll aus deinem Konzept gerissen. Du hast eine Tasche, du hast diesen komischen Verkaufsautomaten. Uiuiuiui. So, ja. Das ist der neue Druckkompensator. Das hieß, wir dürften jetzt auf 400 Meter Tiefe, ne? 300. Also für mich ist 200 plus 200 400. Aber wenn dem so ist, ist dem halt so. Für den Erweiterten brauchen wir den. Ich weiß ja auch, wo die hin sind. Zwei Plastalbarren. Stalines und nochmal ein Computerchip. Ach du meine Güte. Ach, Freunde der Nacht. Hätte ich doch bloß die Motte nicht kaputt gemacht. Hihihi. Können wir das schon wieder finden? Ah. Das hätten wir. Nicht in dem Schrank hier. Ah, Gott. Meine Herren, sammeln, sammeln. Basteln, basteln. Linus Aluminium und den alten Druckkompensator. Einmal Rundgang. Ah. Extreme Pressures. Ja, ja. Wollen wir da mal schauen. Also jetzt kommt 400. 500. Das wäre aber scheiße. 500. Naja, 500. Gut, damit kann ich leben. Die nächste Stufe würde dann noch mehr kosten, glaube ich. Einiges.
Ja, drei. Na gut, und ansonsten der Rest wie immer, wie gehabt. Ach, meine Güte. So, ich glaube, Titan brauche ich nur für die Dinger. Ja, sechsmal Titan, dann hätten wir zwei Vorratsmodule. Und den habe ich schließlich neu gebaut. Die können wir eigentlich auch direkt einsetzen. Wenn es das nicht bringt, ist das halt. Erweiterung. Einmal. Zweimal. Wäre ja cool, wenn man größere Vorratsmodule basteln könnte. Dann hätte man was davon. Ach so, ja. Jetzt muss ich mich natürlich entscheiden. Wäre das normale Vorratsmodul da und da hinten mein normaler Rucksack, dann lassen wir halt erstmal das Schild beiseite. Oh, hier kommt sowieso. 1, 2. 1, 2. Die kommen hier eh rein. Motte. Warum habe ich hier so einen Kram drin? Schämlich. Sensorium ist leer. Signaturen, da hatte ich doch die alten Sachen reingetan, ne? Sehr schön. Hm. Ich langsam genug von diesen Mottenspielereien. In dem Ding brauche ich den. Den nicht. Nein. Nie. Energiezelle nehme ich da auch immer gerne mit. Rein theoretisch könnten wir die auch mal mitnehmen. Müssen wir mal schauen. Zack, zack. Hier sind auch wirklich nur Korallen drin. Pilzproben drin und Pipi-Tüten. Na gut. Ach, ist voll. Ah. Ja, dann tun wir den zu basteln. Weil das plus das ergibt. Na? Dann komme ich jetzt gleich in die Motte. Ja. Unglaublich. Mhm. Wasser, erste Hilfe. Und das Ding passt natürlich nicht. Dann tun wir dazu noch eventuell eine Ersatzbatterie. Und des Weiteren. Das war jetzt dumm. Egal. Wir brauchen eh eine Ersatzbatterie. Nehmen direkt noch eine mit. Dann gibt es heute nur was Normales zu mampfen.
Ja, das war jetzt eine Folge außerhalb des Konzeptes. Macht nichts. So haben wir wenigstens mal eine frische Motte gebastelt, direkt mit einem 500 Meter Druckkompensator. Die Erweiterung werden wir auch noch setzen, auf jeden Fall. Also die nächste Erweiterung, weil das bisschen Plastalbarren und so weiter, das tut uns nicht mehr weh. Wir sind so reich und mächtig, dass wir uns das mal so ganz eben nebenbei mal so leisten können. er hat sogar auf den richtigen Slot gesetzt, das ist nett von ihm. Ach. Zack und bam. Gut. Dann können wir ihn nämlich wieder da reinhauen. Und noch eine Batterie hinterher, aber die volle. So, dann haben wir Batterie, die Nervenzelle wollte ich schon sagen. Den Kram auch. Die laden wir auf. Ich bin aber eigentlich alles so weit durch, dass ich sagen könnte, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl, euer John Defool.